Der ist einerseits Christ geworden, hatte aber ganz viele andere Lebenserfahrungen schon gemacht und hat jetzt gedacht, als er Christ wird, als Erwachsener, ist das jetzt vorbei mit dem Wissens- und Lebensdurst. Es war aber genau anders. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lass uns reden. Und wie ihr sehen könnt, bin ich nicht allein im Studio, sondern ich habe einen Gast bei mir, Martin Bock, Leiter der Melanchthon-Akademie hier in Köln. Was das ist, woher dieser Name kommt, über all das werden wir uns jetzt unterhalten. Aber zuerst einmal würde ich dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen. Ja, also ich freue mich auch, dass ich hier bin. Martin Bock ist mein Name, ich bin 55 Jahre. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, aus Essen, lebe aber schon lange hier im Rheinland, bin evangelischer Pfarrer, habe an verschiedenen Orten in Deutschland und auch ein Jahr in Jerusalem studiert, was für mich eine besondere Erfahrung und Erlebnis war. Und ich bin eben Pfarrer in der evangelischen Kirche im Rheinland. Das heißt, du hast Theologie studiert. Genau, ich habe Theologie studiert, ein bisschen Philosophie, ein bisschen Judaistik und solche Sachen. Und viele Sachen fand und finde ich so spannend und überhaupt die Theologie finde ich eine so spannende Wissenschaft und eine, so eine Denklandschaft, dass ich eigentlich auch immer Lust habe, die sozusagen anderen Menschen weiterzugeben, sodass mich diese Frage von Lernen und Bildung wirklich schon früh angefixt hat. Und ich hatte Lust, etwas zu tun, was so zwischen Universität und Gemeinde steht, wo einfach noch mal mehr Zeit ist, sich in bestimmte Themen und Dinge hineinzudenken und dazu Leute einzuladen. Und so bin ich, glaube ich, in der Melanchthon-Akademie gelandet. Du bist ja selbst auch einen langen Bildungsweg gegangen. Wir haben eben im Off schon drüber geredet, du hast auch promoviert. Und irgendwie hast du eine Affinität zu diesem Thema Bildung, was dich ja auch wahrscheinlich oder was Teil des Grundes sein könnte, warum du jetzt bei der Akademie bist. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern. Also ich habe schon früh in meinem Studium gemerkt, dass mich so die Frage nach Wahrheit, dass mich die sehr interessiert und auch das Unruhigsein. Es gibt von einem Kirchenlehrer aus der Antike, Augustinus, heißt es, gibt so einen Satz, unruhig ist mein Herz, bis es ruht in dir. Und das fand ich immer schon einen tollen Satz. Diese Unruhe, die was mit dem Kopf, aber auch mit dem Herzen zu tun hat und die in der Tat was mit Bildung zu tun hat. Und diesen Faden habe ich einfach aufgenommen. Ich glaube, dass das Christentum auch einen Bildungsauftrag hat. Und als ich gemerkt habe, es gibt sowas wie evangelische Erwachsenenbildung, habe ich gedacht, das könnte mein Ding sein. Und würdest du diese Unruhe so als einen Wissensdrang interpretieren? Ja, es ist ein Wissensdurst, aber es ist auch ein Lebensdurst. Mhm. Und also der Augustinus hat damals im 4. Jahrhundert das, glaube ich, ganz ähnlich gemeint, wie das heute Menschen empfinden. Er ist einerseits Christ geworden, hatte aber ganz viele andere Lebenserfahrungen schon gemacht und hat jetzt gedacht, als er Christ wird, als Erwachsener, ist das jetzt vorbei mit dem Wissens- und Lebensdurst. Es war aber genau anders. Es fing eigentlich gerade erst an. Und ich glaube, dass es heute vielen Menschen auch so gehen kann, wenn sie auf der Suche nach Religion, auf der Suche nach Sinn sind. Und da würde ich sagen, da knüpft auch Bildung für Erwachsene an. Mhm. Und das hat mich in der Tat schon sehr interessiert. Ja, auch selbst wenn man die Bibel liest, merkt man ja, dass gerade dieser, also Jesus wird ja auch oft Rabbi genannt, also Lehrer, dass das einen besonderen Stellenwert hatte, diesen biblischen Unterricht auch. Jetzt bist du ja seit 2008 Leiter der Melanchthon-Akademie. Und das Erste, was ich wissen wollen würde, wäre, was ist das eigentlich? Also die Melanchthon-Akademie, ein langer Name, noch mit einem Bindestrich in der Mitte, ist die erste evangelische Stadtakademie, die es in der Bundesrepublik gegeben hat. 1962 ist sie gegründet worden. Und die Idee von der Stadtakademie ist, dass man nicht irgendwo draußen, sondern mitten in der Stadt möglichst viele Menschen anspricht auf ihren Wissens- und auf ihren Lebensdurst. Und zwar, wenn sie aus allem, wo sie was lernen müssen, Schule, Uni, Betrieb, eigentlich schon raus sind. Und diese Idee, ihnen sozusagen Neubildung auf die Zunge zu legen, deshalb hat man eine Stadtakademie gegründet und genauso ist es eigentlich auch bis heute. Die Themen haben sich natürlich geändert, aber die Idee ist
weiterhin die gleiche. Spannend. Und jetzt einmal zum Namen Melanchthon. Das ist ja fast schon ein bisschen so ein Zungenbrecher, etwas sperrig. Ich muss es mehrfach lesen, irgendwie mit dem 2CH und TH und so weiter und so fort. Woher kommt der Name? Was bedeutet es? Warum ist er noch immer da, obwohl er sperrig ist? So all diese Fragen. Eigentlich ist es ein richtiger Eigenname von Philipp Melanchthon. Das war der beste Freund von Martin Luther. Und es war sowas wie der Influencer der Reformation, weil er, anders als Luther, die Freiheit hatte, in ganz Europa rumzureisen und Reformation quasi als Bildungsthema an die Leute zu bringen. Luther konnte das nicht, weil er sozusagen unter Beobachtung war, aber Melanchthon konnte das. Und er wurde eben nach Köln eingeladen von dem damaligen Erzbischof, um die Reformation hier einzuführen. Das ist dann damals nicht so richtig gut gegangen, weil die Kölner Bürgerinnen und Bürger das damals anders gesehen haben. Aber letztendlich geht evangelisch sein in Köln auf Melanchthon zurück. Und deshalb hat man sich halt gedacht, dieser Name kann für eine Akademie stehen. Bildung ist ja ein super weit gefächerter Begriff. Ich würde behaupten, aus meiner Perspektive, das Erste, woran Menschen denken, ist eigentlich die Bildung in der Schule. Schulbildung, danach eine universitäre Ausbildung oder eine Lehre, wie auch immer. Aber also in meinem Begriff von Bildung ist dann irgendwann auch sozusagen ein Bildungsweg abgeschlossen. Und ich vermute, so viele Menschen würden intuitiv erstmal so antworten. Aber wenn das, was ihr anbietet, über genau diese Wege hinausgeht, was ist denn dann Bildung in eurem Bild? Ja, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, für ganz viele Menschen ist Bildung eher so ein Muss. Man muss was lernen und das hat was mit Druck zu tun. Und irgendwann will man sozusagen arbeiten und Freizeit haben. Ich glaube, dass die religiöse Idee von Bildung eine ganz andere ist. Das Wort Bildung auf Hebräisch heißt eigentlich sich Dattelsaft auf die Zunge reiben. Das ist sozusagen das Wort, was da im Hintergrund steht. Und das heißt, diesen süßen Geschmack, den man mal auf die Zunge bekommen hat, vielleicht sogar ganz früh im Leben, der soll sozusagen immer da bleiben und soll mir Lust machen, eigentlich immer mehr lernen und wissen zu wollen. Und diese Idee, die versucht religiöse Bildung auch bei uns, aber auch an vielen anderen Orten umzusetzen. Wenn Bildung so vielfältig ist und auch ihr so vieles macht, ich habe gelesen, ihr macht über 600 Veranstaltungen im Jahr, das ist ja unfassbar viel. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Also wenn ich jetzt zum ersten Mal von euch hören würde oder jemand das Video schaut und sagt, oh, da habe ich Interesse dran, was genau bedeutet das ganz praktisch? Also es gibt natürlich ganz klassische Veranstaltungen, die vor allen Dingen im Zuhören liegen, in verschiedenen Bereichen. Es gibt Vorträge über Psychologie, es gibt Vorträge über politische Fragen. Wir haben im Moment ein Leitthema, das heißt Stadt der Zukunft. Da erzählen wir, wie sich Städte weiterentwickeln, wie urbanes Leben in Barcelona oder in der Eifel sich weiterentwickeln. Aber viele Sachen haben was mit konkretem Empowerment zu tun. Das heißt, Leute, die an einer Stelle zum Beispiel ehrenamtlich arbeiten, in einer Kirchengemeinde, die möchten gerne ihren Gemeindegarten anders gestalten, dann kriegen sie bei uns dazu das Setting, sie kriegen dazu bei uns Ideen und sie kriegen am Schluss sogar ein Zertifikat, die heißen dann die grünen Raben, weil sie Ausschau halten nach den besten Ideen für Nachhaltigkeit, zum Beispiel in der Kirchengemeinde. Wenn ich jetzt so intuitiv denken müsste, was würde ich mir unter weiterer Bildung vorstellen, würde ich sofort sagen, eine neue Sprache lernen. Also irgendetwas, was damit zu tun hat, einen Skill zu erwerben, eine Fähigkeit, die ich noch nicht habe. Kann man denn bei euch auch Kurse belegen, die einem eben solche Fertigkeiten beibringen? Ja, man kann Kurse belegen. Also ich komme jetzt gerade hier hin und um 9.30 Uhr hat der Kurs Hebräisch lernen am Morgen beginnen. Wenn du also als jemand, der sich für die Bibel interessiert, gerne wissen willst, wie klingt Bibel eigentlich im Originaltext. Diese Sprache kann man lernen, man kann das moderne Ivrit, was man in Israel spricht, lernen, man kann Englisch, Italienisch lernen. Und weil natürlich schon auch ein Schwerpunkt bei uns die theologische Bildung ist, bei uns kommen ganz viele Menschen, die ehrenamtlich in der Gemeinde arbeiten, zum Beispiel in der Gemeindeleitung mit dabei sind, Presbyter, Presbyterin heißt das ja, die aber das Gefühl haben, für ihre eigene religiöse Bildung bringt das meistens nicht so viel. Und bei uns gibt es einen richtig zweijährigen Kurs, wir nennen das einen Laientheologiekurs. Und da kann man wirklich lernen, wie wird in der
Uni die Bibel ausgelegt, was gibt es sozusagen in der Kirchengeschichte alles hier in Köln zu erfahren, wie redet man heute über Gott, wie spricht man über Jesus, wie gehen andere Religionen damit um. Das ist ein richtiges Erfolgsmodell. Hm. Und vielleicht noch eine letzte Frage. Gibt es etwas, wo du sagst, so, das wäre noch so mein Wunsch für die Zukunft, meine Vision, da würde ich gerne mit der Akademie noch hin. Das ist noch nicht, aber das wird noch. Ja. Ja, ich glaube, wir müssen aufbrechen und wirklich so was wie eine junge Akademie gründen, wo wir Menschen zwischen 25 und 50 nochmal bewusster ansprechen. Wir tun das, glaube ich, mit bestimmten Themen wie Nachhaltigkeit, Antisemitismus und vielleicht auch dieser religiösen Elementarbildung, von der ich gerade gesprochen habe, tun wir das schon. Aber ich glaube, da können wir noch ein bisschen mehr Gas geben. Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Leitgedanke, dieses Miteinander in eben einer vielfältigen Gesellschaft. Und ich finde das auch sehr spannend und eine richtig coole Sache, dass man das bei euch eben machen und erleben kann und sich weiterbilden kann. Und vielleicht kommst du ja aus Köln oder der Umgebung oder in deiner Stadt gibt es ähnliche Angebote und Akademien. Du kannst dich ja einfach mal online erkundigen. Vielleicht ist ja etwas dabei, das dich interessiert, wo du gerne dabei sein wollen würdest. Und wir freuen uns wie immer natürlich auch über Fragen, Wünsche und Anregungen in den Kommentaren unter diesem Video. Wir sehen uns wieder. Herzlichen Dank, dass du da warst, Martin. Gerne. Und sagen ciao.